Ich wollte das lassen. Medizinische Physik und Trägheit, das hört sich immer an wie, der ist zu träge, der ist zu fett. Ist was dran. Erinnern wir uns jetzt nochmal rein physikalisch an Folgendes. Bekannt ist, die Kraft ist das Produkt aus Masse und Beschleunigung. Wer es nicht weiß, guckt hier nochmal schnell nach. Ich habe hier immer Links angefügt. Ihr vergesst nichts oder verpasst nichts. Wenn ihr hier draufklickt, bleibt dieses Video hier stehen und ihr könnt euch das neue angucken. Na gut, so, bekannt ist auch, Beschleunigung heißt, die Geschwindigkeit eines Körpers, einer Masse zu ändern. Entweder von 0 auf irgendwas oder von irgendwas auf 0 oder von irgendwas auf noch mehr oder weniger. Das heißt beschleunigen. Das heißt die Geschwindigkeit ändern. Das hatten wir, ne? Hier, nochmal nachgucken. Gut. Logisch ist auch, je mehr Kraft ich aufwende, umso mehr Masse kann ich bewegen, beziehungsweise umso mehr kann ich beschleunigen oder beides gleich. Oder je mehr Masse ich habe, umso mehr Kraft muss ich aufwenden und so weiter. Logisch ist auch, je mehr Kraft ich aufwenden muss, umso mehr wird mir diese Masse hier Widerstand bieten gegen die Änderung ihrer Geschwindigkeit. Sowas nennt man Trägheit. Jetzt gab es einen, das ist nicht neu, das weiß eigentlich jeder. Den Namen hatte ich schon vergessen, deswegen war er für mich neu. Alzheimer heißt es? Habe ich vergessen. De Alembert, der hat mal gesagt, ich mache da mal ein Gesetz draus. Also dieser Widerstand, den ein Körper irgendwelchen Lageänderungen, Geschwindigkeitsänderungen bietet, das nenne ich die Trägheitskraft oder das ist eine Gegenkraft. Also Trägheitskraft, Gegenkraft. Ich schreibe nochmal Trägheitskraft dahinter, damit es besser auffällt. Trägheitskraft. Das ist keine Kraft als solche, sondern das ist eigentlich nur eine Reaktion auf eine Kraft. Jetzt kann man das ausführen bis zum geht nicht mehr. Das führt zu weit, lohnt sich auch gar nicht. Denn viel spannender ist, was bedeutet das für uns in der Praxis? Für uns im täglichen Leben, für uns Menschen. Jetzt gibt es ja Änderungen, Beschleunigungen, die treten, ich habe es ganz bewusst zusammengefasst, translatorisch auf, also in eine gerade Richtung. Entweder mit meiner Bewegungsrichtung oder dagegen, wenn ich irgendwo aufpralle. Oder wenn ich senkrecht gesehen irgendwo runterfalle. Oder ich bewege mich gerade auf dieser Linie und kriege eine Querbeschleunigung, also durch einen Seitencrash. Bleibt alles translatorisch, alles gerade. Ja, da gibt es dann noch ein paar Vektoren. Unwichtig. Die Folgen dürften klar sein. So oder so, wenn ein Körper einer höheren Dichte sich in einem geringerer Dichte bewegt, dann kann er sich innerhalb dieser Dichte bewegen und hat ein Problem. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe hier ein, ja, ich habe einen Kasten und in dem Kasten ist drin lauter Wasser, bis dahin alles in Ordnung. Und ich habe hier am Grunde des Kastens habe ich eine Stahlkugel liegen. Ich mache die jetzt mal lila. Dann kann sich die Stahlkugel durch das Wasser durchbewegen. Das ist gar kein Problem. Ist Gas drin, kann sie sich noch leichter bewegen. Ist Wachs drin, wird sie sich kaum noch bewegen können. Wachs ist plastisch. Und ist Gas selber noch Stahl oder ein anderes Metall drin, wird sie sich wohl überhaupt nicht in dem anderen Metall bewegen können. Das heißt also, der Körper hoher Dichte hier kann sich in einem niederer Dichte bewegen. Und wenn ich jetzt den gesamten Kasten gegen die Wand fahren lasse, dann wird wahrscheinlich die Kugel aufgrund ihrer Träger, die Bremskraft kommt von hier. Achtung, denkt nochmal an den Ruck, guckt hier auf das Video. Die Bremskraft tritt plötzlich hier auf, hier ist eine Wand, Peng, Ende. Dann kommt jetzt diese Trägheitskraft ins Spiel, die wirkt genau dieser Kraft entgegen. Die scheint ihr entgegenzuwirken. Das heißt, die Trägheit selber wird die Kugel innerhalb des Mediums Wasser oder Luft gar nach vorne bewegen. Kennen wir alle, wenn man irgendwo im Bus fährt und der macht eine Vollbremsung, ja, dann haben wir ein Problem mit dem Stehen, ne? Gut. Tangential gibt es auch. Geschleuderte Extremitäten. Dreht euch bloß mal zu schnell um und lasst die Hand ein bisschen zu weit draußen und haut gegen den Schrank. Gute Nacht, Marie, tut weh. Müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Das wäre tangential, ist aber relativ selten. Ich weiß es nicht, wie es in der Medizin ist. Die Mediziner wissen es am besten. Ich habe jetzt keinen Mediziner befragt.
Ich kann es mir nur vorstellen, weil als Physiker ist das gar nicht so schwer. Radial ist ein bisschen interessanter. Radial heißt ja Radius, heißt ja der Strahlende, also vom Mittelpunkt aus. Ich habe hier zum Beispiel einen Kreisel und die Radialkraft, die nach innen zieht, hat eine Zentrifugalkraft, die nach außen zieht. Kennt jeder, wenn er sich mal in ein Karussell setzt, wie es einen da nach außen drückt. Und das kann durchaus mal sein. Also wir als Piloten hatten damals das Problem, wir mussten in der Zentrifuge sitzen. Und da wurde so lange unser Körper praktisch mit einer Zentrifugalkraft beaufschlagt, bis uns ohnmächtig wurde. Und dann haben sie abgebrochen. War nicht schlimm, ist nie was passiert, aber es war eine dumme Erfahrung. Beim Looping zum Beispiel hat man das Fünffache der Erdbeschleunigung und das wurde in der Zentrifuge simuliert. Na gut. Rotatorisch ist viel gefährlicher. Insofern, ihr könnt ja mal eins versuchen. Achso, geschleuderte Extremitäten würde zum Beispiel auch passen. Schleudertrauma. Nehmen wir mal an, ihr sitzt im Auto, fahrt irgendwo auf oder euch fährt einer hinten rein. Nehmen wir an, ihr fahrt irgendwo auf, ihr fahrt als Beifahrer mit, dann macht der Kopf folgende Bewegung. Er nickt nach vorne und dann wieder zurück. Ne? Jetzt mal vom Genick abgesehen. Hier ist der Korpus, hier ist die Rübe und diese Bewegungsrichtung. Aber gut, jetzt nochmal zum rotierenden Körper. Und zwar, ich gehe nochmal auf dieses Beispiel ein. Wenn ich mir mal das Gehirn zum Beispiel betrachte, ich habe es schon mal erlebt. Wenn man den Kopf zu schnell wendet, hier ist. Ach so, ich sollte die graue Masse reinmalen. Naja, gut. Nehmen wir auch zwei Gehirnhälften, ne? Gut. Okay. Wir wissen alle, wie das Gehirn aufgehängt ist und dass hier noch Hirnflüssigkeit ist und so weiter. Die Hirnflüssigkeit ist bestimmt nicht so dicht wie schon mal die Hirnmasse selber. Und wenn ich Luft im Kopf hätte, dann wäre es noch schlimmer. Wenn ich jetzt mit Hilfe meiner Muskeln den Kopf ruckartig, aber richtig ruckartig zur Seite, zur einen oder anderen Seite bewege. Das kann sein, indem ich heftig den Kopf schüttle. Könnt ihr ja mal selber den Versuch machen. Was glaubt ihr, wie euch schwindelig wird, weil ihr das Gehirn total durcheinander bringt? Aber nicht bloß das Gehirn, sondern natürlich auch unsere Gleichgewichtsorgane und so weiter. Die reagieren drauf. Ich möchte jetzt nicht zu weit drauf eingehen, denn dann bringe ich mich in Teufels Küche. Ich habe nämlich gar keine Ahnung. Ich bin kein Mediziner. Ne? Also deswegen, das müsst ihr dann selber ergründen. Solche Geschichten, das wäre zum Beispiel gefährlich. Typisches Beispiel, aber das ist eher was so für so, sagen wir mal, für Nerds oder Fans. Ich habe ein rohes Ei. Und was hat das rohe Ei? Das hat innen alles, das heißt ja roh, noch Flüssigkeit. Ich kann das versuchen, dieses Ei zu drehen. In dieser Achse zum Beispiel. Das wird auch gehen. Ich kann es auch liegenderweise machen. Aber sobald ich es kurz stoppe, merkt man, dass die Flüssigkeit oder das Halbflüssige im Inneren weiterdreht. Macht den Versuch mal mit dem rohen Ei. Dann könnt ihr es mit einem gekochten Ei machen. Ein gekochtes Ei hält sofort an, beziehungsweise lässt sich mit einem gewissen Geschick sogar eine ganze Weile drehen. Beim rohen Ei wird es schwierig. Probiert das einfach mal aus. Das ist ein schönes Modell für zum Beispiel, was passiert im Kopf. Wobei, Achtung, außen harte Schale, innen relativ, relativ hart und dann kommt die Gehirnflüssigkeit und so weiter. Probiert's aus. Ich denke, das reicht jetzt dafür. Also, kurz vor 12, gute Nacht, schlaft schön.